Hier meine Glühbirnen und herzlich willkommen zum 6. Part Animal Crossing. Ja, heute gibt es mal 2 Folgen, einfach weil wir sonst nicht hinterherkommen, denn ich habe noch einige Folgen vom Samstag über und es würde einfach viel, viel zu lange dauern und wir würden vielleicht Ende der Woche beim Montag ankommen und das wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun, deswegen mehr Folgen für euch, mehr Arbeit für mich. Aber viel Spaß mit dieser Folge. Nein! Du gehst nicht über die Bank. Ab! Lass mich in Ruhe mit dem meisten Zeug da. Ein Sturm braut sich zusammen. Festhalten, meine. Hart Steuerbord, Weichbackbord, fast den Mast. Skrr, skrr, ich bin ein Rapper hier, hab allen Schiffsüberg abgeschmeckt. Muss die Haltbarkeit. Anker fällt es wohl noch müde. Kälte im Wasser fehlt noch Salz. Da ist die Pizza mit Hering endlich da. Ich habe schon online gezahlt, also. Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh mein, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anderes als Gulliver, reisende Seemöwe der 7 Weltmeere. Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke für den Weckruf, sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesem wasserdurchgespülten Vogelhirn noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als ja. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Reling gefallen. Das ist so eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Ja, Gulliver, bist ganz putzig. Die anderen Seeleute lachen sich immer in den Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Der alte Gulliver ist mal wieder am Ertrinken. Nice. Keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt schon. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen praktischen... Was? Mein treuer praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen. Das Ding ist völlig abgetakelt. Und es fehlen einige Fernsprecherteile. Ich muss also warten, bis meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern reichen nur noch für wenige Stunden. Ich heule hier rum wie eine arme kleine Robbe. Suchst du mir meine Fernsprecherteile, bitte? Aber klar doch. Oh, dank dir, du blühende Anemone des Meeres. Danke, dein Herz ist ja noch größer als dein Kopf. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch 5 Teile. Wenn du sie findest, packe ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher, deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich, oh ja. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Aber okay, dann nehmen wir unsere Schaufel zur Hand. Ich sagte, nehmen wir unsere Schaufel zur Hand. Und mich interessiert jetzt, was sind das jetzt hier für wasserspuckende Dinger gewesen? Oh, ein Fernsprecherteil. Scheinbar ist das wasserspuckende Ding ein Fernsprecherteil. Also wir hatten ja schon im vorigen Part so kleine Löcher gesehen, aus denen Wasser getropft ist. Wo es mich halt interessiert hatte, worum es sich handelt. Aber okay, dann suchen wir mal den Strand ab, um unserem kleinen, lieben Gulliver zu helfen. Hier sind doch noch 2 Löcher gewesen. Ha! Zielen muss auch gekonnt sein, Sandy. Ich glaube, das Loch war daneben, oder? Ja, okay, war's. Ein Fernsprecherteil. Ich frage mich immer noch, warum da Wasser rausspritzt, aber okay. Wie ihr sehen könnt. Ich sehe es schon kommen, ich buddel meine ganze Insel zu. Ein Fernsprecherteil, noch ein weiteres. Ich frage mich, was da rausgekommen wäre, hätten wir gestern gebuddelt. So. Erstmal die ganzen Löcher hier zugraben. Huch, was ist denn das hier? Was habe ich denn da gerade aufgesammelt? Unkraut. Ah, nee, du. Weg mit dir.
Dich brauche ich jetzt echt nicht. Und noch ein Fernsprecherteil. Oh, oder auch nicht. Eine Teppichmuschel. Ob die zu meinem Sofa passt? Oh Gott. Diese Teppichmuschel könnte man als Köder verwenden. Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Oh. So kann man auch Bastelanleitungen lernen, indem man einfach irgendein Zeug ausbuddelt. Das ist cool zu wissen. So, wir brauchen aber noch... Wie viele Fernsprecherteile haben wir? 3. Wir brauchen noch 2 weitere. Ich vermute mal, dass an den anderen Rändern des Strandes auch was sein kann, weil oben auf dem anderen Teil der Insel ist ja auch noch Strand. Beziehungsweise hier auch. Oh, da waren irgendwelche Schaben. Die hätten wir, glaube ich, fangen können. Upsala. Da habe ich eine Gelegenheit verpasst. Tut mir leid. Naja, wir werden eh noch dazu kommen, genug Schaben hier zu fangen. So. Bitte wieder die Schaufel. Und hier wird doch bestimmt auch noch so das ein oder andere Fernsprecherteil versteckt sein. Oder noch eine Muschel. Wahrscheinlich hätten wir das gestern gefunden. Was? Noch mehr kann ich nicht tragen? Dann tausche ich das bitte gegen... ich vergrabe mal Holz. Wer braucht schon Holz? Aber okay. Dann gehen wir mal lieber kurz zum Service Center. Wir werden dort ein paar Sachen los. Und dann können wir auch in Ruhe Zeug sammeln. Ja, ansonsten bleibt aber leider nicht viel, was wir verkaufen können. Aber die Äpfel will ich gleich eigentlich mal einpflanzen. Und mal schauen, wie das so... Oh, oh, was war denn so teuer? Wahrscheinlich das ganze Holz. Und wahrscheinlich werde ich noch ein paar Sachen craften. Sodass hier auch ein bisschen mehr Platz... dass ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe, sagen wir es mal so. Ich hätte halt ganz gerne eine Kiste. Das ist so das, was mich momentan am meisten stört, dass ich hier keine Kiste habe oder sowas. Aber okay, wir können unsere Behelfswerkbank bauen, dank dem schönen Eisenerz, was wir gefunden haben. Das ist schon mal etwas. Dann brauchen wir nicht immer ins Service Center laufen. Und was wir noch machen können, das ist einfach nur ein Steinhocker, oder? Obwohl, das ist eigentlich schon ganz cool. Wenn ich da so einen Grillplatz mache, so einen Steinhocker zu haben. Oh, es gibt so viele coole Möglichkeiten. Ja, was wollte ich noch machen? Die Ocarina. Die Ocarina wollte ich machen. Warum steht er nicht bereit? Oh, man braucht 5 Lehm. Hups. Das war unerwartet. ich glaube, meine Axt ist kaputt gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ist meine Axt kaputt gegangen? Ich weiß gerade nicht. Ja, ist sie. Ich habe eine... Warte, ich sortiere mal mein Inventar. So, ich habe eine Angel, eine Schaufel, einen Kescher, eine Steinschleuder. Namen vergessen. Genau, so, so, so. Das bedeutet, mir fehlt noch eine Axt. Ja, Gießkanne haben wir auch. Seit wann haben wir eine Gießkanne? Habe ich die gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. So. Dann bitte eine schöne kleine Axt herstellen. Ich hatte es aber auch so in Erinnerung, dass die Axt immer am häufigsten kaputt gegangen ist. Deswegen war ich über die Goldaxt am glücklichsten. So, dann haben wir erstmal alles. Ist eigentlich das Sortiment hier größer geworden im Terminal? Weil wir hatten ja bei Nook Shopping letztens noch ein Sortiment gehabt. Ah! Wir haben jetzt ein anderes Sortiment und wir haben jetzt KK West. Ich will diese ganzen Lieder von KK sammeln. Ich muss es einfach tun. Ich muss das einfach sammeln, Leute. Ich kann nicht anders. Aber ich habe gerade noch nicht genug Sternis. So. Und gerade ist eh Gulliver bei uns, der unsere höchste Aufmerksamkeit erfordert. Darum werde ich jetzt erstmal seine schönen kleinen... Zieht einen Sturm auf? Der Himmel sieht irgendwie so trüb aus. Darum sammeln wir jetzt erstmal hier seine Einzelteile für seinen Funksender. Dieses Lagerfeuer. Ich muss das irgendwie... Kann ich das? Okay, nee. Das platziere ich so. Bitte. Hier. Ach. Guck mal. Das Zelt beginnt ab hier wahrscheinlich, weil hier später
das Haus sein. Ah, okay, deswegen kann ich das Lagerfeuer dann nicht platzieren. Okay, dann platzieren wir das Lagerfeuer einfach mal hier hin. Wo später dann unser kleiner Grillplatz hin soll. Wobei es eigentlich schon ganz cool ist, dass es hier so ein Kreis von Bäumen ist. Naja, wir wollten unsere Werkbank platzieren. Die platziere ich mal hier unterm Baum, damit ich hier so ein richtig cooles Sommer-Ich-Baue-Zeug-Feeling habe. Erst recht, weil das Ding baumstumpf ist. Und jetzt kann ich hier dran einfach Zeug bauen. Also genauso wie bei Nook, oder? Ja. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt den Typen nicht mehr. Dann können wir ihn beruhigt essen. So. Die Bäume. Die Bäume kann ich, glaube ich, gießen. Ich glaube, gießen hat Vorteile gebracht bei Bäumen. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ja. Ich sollte vielleicht auch den Baum selber gießen. Ich mache das einfach mal. Vielleicht bringt es ja was. Wenn nicht, ist auch okay. So. Jetzt brauchen wir unseren kleinen Sprungstab. Aber sieht echt aus, als würde es gleich anfangen zu regnen. Das finde ich jetzt nicht so schön, Spiel. Ich will keinen Regen. Ich will mein schönes Wetter beibehalten. Weil ich meine, Abend kann es nicht werden. Wir haben 13 Uhr. Stimmt ja, ihr seht ja jetzt immer am Anfang im Hauptmenü, wenn ich eine neue Aufnahmesession starte, um welche Uhrzeit ich starte. Ich merke schon, dadurch, dass ich in letzter Zeit so viel reden muss, was in der Quarantäne recht lustig ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist meine Zunge viel müder. Und das darf nicht sein. Ich muss meinen Mund mehr trainieren. Bitte interpretiert diese Aussage nicht falsch. Oh, ein Apfel. Bitte, tut es einfach nicht. Ich wäre euch da sehr dankbar für. So, dann gehen wir auch noch zu einer anderen Seite vom Strand. Aber irgendwie befürchte ich, dass die Funkteile von Gulliver wirklich nur unten sind. Yay! Das nächste Funkteil. Also Fernsprecherteil. Und da ist auch das letzte Fernsprecherteil. Das bedeutet, wir können jetzt in Ruhe zurück zu Gulliver und ihm sagen, dass sein Fernsprecher wieder repariert ist. Da wird er sich freuen, der Kleine. Ist er eigentlich immer noch am Strand? Ich weiß gar nicht. Oder läuft er irgendwo einfach rum? Ich schätze mal, der steht immer noch am Strand. Wäre ziemlich dämlich, wenn er irgendwo rumlaufen würde. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Hey, du hast doch all meine Teile gefunden. Jawohl, Captain. Oh, da sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, ihr Süßen. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht wie Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi, Mannschaft. Ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalt deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was, das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ja, da ist der Tag schon vorbei und sie können die Socken wieder ausziehen. Ha, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Gut, bestimmt werden sie gleich antworten. Kann nicht mehr lang dauern. Schauen wir mal. Noch keine Antwort? Sie haben eine Nachricht erhalten. Ich wette, sie bereiten gerade alles für meine Rückkehrfeier vor. Sie schreiben meinen Namen quer über das Segel und machen das Fass mit der guten Limonade auf. Ja, ganz bestimmt. Sollten wir noch mit ihm reden? Ich bin mir gerade unsicher. Ah, warte, so habe ich es weggepackt. Solange mein Fernsprecher funktioniert, bin ich munter wie ein Fisch im Wasser. Schauen wir mal. Noch keine Antwort? Ich schätze mal, in ein paar Stunden sollten wir nochmal vorbeischauen und dann hat er vielleicht eine Antwort. Dieser kleine Haken hier heißt doch, dass sie meine Nachricht gelesen haben, richtig? Ja, dann sind sie sicher schon unterwegs. Oh, der arme Gulliver. Okay, dann müssen wir in ein paar Stunden nochmal bei ihm vorbeischauen, vermute ich mal stark. So, wie machen wir das jetzt mit den Äpfeln? Ich würde nämlich ganz gerne ein paar Äpfel pflanzen. Ich glaube, ich pflanze die um das Service Center herum. Dass wir hier halt wirklich so eine
Reihe von Apfelbäumen haben. Das wäre nämlich mega toll. Ich hoffe, die Bäume wachsen auch mit einem Platz Abstand dazwischen. Weil ich weiß, bei einem bestimmten Abstand sind sie nicht gewachsen, weil das zu nah aneinander war. Aber ich glaube, ein Feld dazwischen reicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, genau. Mach direkt zwei Felder, Sandy. So. Hier platzieren wir dann die ersten paar Apfelbäume hin. Und auf der anderen Seite dann nochmal das gleiche. Ich fände es halt richtig cool, wenn dann irgendwann hier das Service Center so ausgebaut ist und dann hat man da ganz viele Äpfel drumherum und dann sieht alles schön aus und alles ist niedlich und süß und man kann die Äpfel direkt ernten und dem Kapitalist Tom Nook einfach in den Hintern schieben. Dann ist auch alles gut. warte mal, wir können ja unser Zeug abbezahlen. Das habe ich ja komplett verpennt. Entschuldigung. Ich habe einfach komplett vergessen, dass wir jetzt genug Meilen haben zum Abbezahlen. Hupsala. Okay, das machen wir dann gleich, sobald wir die Äpfel eingepflanzt haben. Wie ist denn das passiert, dass ich das vergessen habe? Da können wir einfach alles abbezahlen. Sandy vergisst das einfach. Warum auch nicht? So spielt man Animal Crossing, Sandy. Genau so. Man vergisst einfach alles. Ups, das tut mir schrecklich leid. Es tut mir einfach schrecklich leid, Leute. So. Ich mache jetzt aber mal hier noch drei Äpfelchen hin. Genau. Bitte pflanzen. Ups, nein, das wollte ich nicht. So. Vergesse ich einfach, dass ich alles abbezahlen kann. Warum denn auch nicht? Aber okay. Tom Nook, wir kommen. Finde ich echt nicht gut. Ich lache über meine eigene Dummheit. Ah, Sandy. Hallo, hallo. Willst du deine Organe verkaufen? Ich habe gehört, Nieren haben gerade einen guten Kurs. Was darf es sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest deine Umzugsgebühren bezahlen? Gerne, es stehen noch 5000 Meilen aus. Dann bezahle ich mal. Vielen Dank, das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide, hm? Ja, ja, du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Oh, das war keine rhetorische Frage. Lass mich umformulieren. Wie gefällt es dir in deinem Zelt? Naja, das ist ganz okay. Oh, ganz okay. Das ist doch mal nicht schlecht für eine zuvor verlassene Insel. Hm? Gemeinsam machen wir aus diesem unwirtlichen Ödland, diesem Inselkleinod, ein wahres Paradies. Meine Taschen werden sich füllen. Aber wir dürfen uns nicht auf Erreichtem ausruhen. Vielleicht können wir noch mehr tun. Ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau von Eigenheimen zu sprechen. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen an einer solch abgelegenen Örtlichkeit. Und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber mit Nullzinsdarlehen und laxen Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also Sandy, lass mich wissen, wenn du Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nook-Meilen. Im Nook-Portal kannst du für die Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an, hm? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Inselleben. Perfekt, wir haben alles abbezahlt. Und wir können wahrscheinlich ja auch ein paar Nook-Meilen jetzt sammeln. Wegen irgendeinem Fossilienfund und was weiß ich noch. Und dann bin ich auch gespannt, was es für cooles Zeug für die Nook-Meilen gibt. Kann ich eigentlich irgendwie direkt weiterschalten zu dem, was... Oh, ich habe gleich zwei auf einer Karte erfüllt. Ach so, weil ich sowohl Äpfel als auch Kirschen jetzt habe. Das ist cool. So, ich fände es halt cool, wenn man irgendwie danach sortieren könnte, was man alles erledigt hat und wofür man Nook-Meilen kriegt. Wir haben ganze 500 dafür bekommen, wow. Hm, okay, man kann nicht sortieren, leider. Aber Lebensretter! Ach so, dafür, dass wir Gulliver geholfen haben. Warte, 1 von 10? Ja, okay. Gibt es noch 10 weitere Gulliver-Events? Aber okay, Goldgräberstimmung. Und dann haben wir direkt schon wieder die Hälfte von dem Zeug, was wir bezahlt haben. Also von den Meilen, die wir bezahlt haben. Das ist nicht schlecht. Bastelanleitung haben wir auch. Also, ja, das Zeug ist neu. Das verschwindet irgendwie nicht. Ach doch, jetzt ist es schon... Ich habe nichts gesagt.
Okay, Nook-Portal. Wichtige Information, Ihr Konto ist nur für das Einlösen von Meilen registriert. Wir wünschen viel Freude mit den zahlreichen Vorteilen von Nooks Meilenprogramm. Vielen Dank. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nook Meilen einlösen. So, was gibt's denn Schönes? Meilenticket. Nur Mitglieder bei Nook Meilen Plus können dieses Item bestellen. Nook Meilen Plus ist für die Bewohner mit einem Hausvertrag bei Nook Inc. Interessant. Designs Profi Edition. Aber okay, das ist alles Meilen Plus. Jetzt haben wir hier unser ganz... hier kriegen wir unsere Kleidung her und unsere Tapeten und sowas. Das habe ich mich schon gefragt. Aber okay, davon brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel. Okay, das ist besonders. Ja, okay. Davon brauchen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Auch wenn dieser Beutel sehr süß ist. Der Beutel ist sehr, sehr cute. Ja komm, ich nehme einen Beutel. Ich will einen kleinen Beutel. Möchten Sie 800 Meilen für einen Nook Ink Beutel einlösen? Ja, bitte. Ihre Anfrage wurde bearbeitet. Ihre Auswahl wird zu Ihnen nach Hause geschickt. Möchten Sie noch etwas auswählen? Nein. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ich will so einen kleinen süßen Beutel in meinem... Oh. Das ist so cute. Das ist einfach cute, cute, cute. So, Schlepp. Was ist mit dir los? Falls du mal irgendwas zum Thema Einleben wissen möchtest, ich muss diesen Satz jeden Tag 1000 Mal sagen. Bitte hör auf, mich anzusprechen. Aber wusstest du, dass du mit einer Schaufel Blumen ausmachen kannst? Okay, alles gut, Schlepp. Wir lassen dich ja schon. Keine Ahnung, ich wollte gerade irgendwie so ein bisschen die Stimmung genießen. Mach mir mal ein paar Steine kaputt. Oh, Scannies, warum auch nicht? Einfach aus dem Grund, um Lehm zu sammeln. Jetzt wird das Spiel ein bisschen ruhiger. Also als Vorwarnung für alle Leute, die Animal Crossing nicht kennen. Am Anfang ist es immer noch ein bisschen chaotisch und wild, aber irgendwann wird es dann ein bisschen gechillter, ruhiger. Und man lebt dann einfach so sein Leben. Und das ist halt so das Schöne. Man setzt sich selber hier das Ziel. Man hat keine Vorgaben, gar nichts. Und mein Ziel ist es ja zum Beispiel eine Ocarina zu kriegen. Weil... Duh. Aber wenn wir Fossilien auf dem Weg finden, können wir die... Das hatte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht wirklich, aber... Spiel. Danke. So, aber wenn wir Fossilien finden auf dem Weg nach Steinen, können wir die ja wenigstens ausbuddeln. Auch wenn ich befürchte, dass meine Schaufel bald kaputt geht. Ich buddel mal die ganzen Löcher zu. Ich kann es ja nicht zulassen, dass auf meiner Insel hier alles voller Löcher ist. Ich mag Löcher nicht. Okay, schade, man kann nicht in den Fotomodus, während man eine Angel ausgeworfen hat. Und wir haben eine kleine Schabe gefangen. Die kam gerade aus dem... eine Kugelassel, das hast du vermasselt. Die kam gerade aus dem Stein raus, als ich den kaputtgeschlagen habe. Und die wollte ich einfach mal fangen, weil wer hat nicht gerne eine Kugelassel bei sich in der Hose? Da ich keine Steine finden konnte, habe ich ein paar Stunden gewartet und wie befürchtet hat es angefangen zu regnen. Also, naja, es hätte schlimmer kommen können. Aber in der süßer Blättchenschirm. Aber wir wollen jetzt zuerst mal gucken, was Gulliver bei uns hier zu sagen hat, weil ein paar Stunden sind jetzt rum. Ich habe meine Kameraden über eine kleine Info übermittelt. Schauen wir mal. Noch keine Antwort? Meine Mannschaft ist sicher schon unterwegs. Hier steht, dass sie meine Nachricht empfangen haben. Jawohl, jeden Augenblick werden sie eintreffen. Okay, ich glaube, da wird auch nichts kommen, weil, das sind jetzt, ich glaube, 3 Stunden, 4 Stunden, ich glaube sogar noch mehr vergangen. Aber ich habe in der Zeit was anderes reinbekommen, informationsmäßig abbekommen, nämlich die Tatsache, dass ich mein Inventar dringend leer räumen muss. Denn wir machen uns auf dem Weg zu einem Besuch. Ja, der sehr geliebte Airwatcher
Ich glaube, Airwatcher war das. Am Ende war es. Nee, okay. Es war weh zu dem Ochi, also Airwatcher, auf meinem Discord. Der hat sich nämlich gemeldet, dass der bei sich auf der Insel noch Pfirsiche hat als zweite Frucht. Und hat mir angeboten, so liebreizend wie er ist, dass er mir. Ich kann davon gar nichts hier ablegen, oder? Ja, okay, die Teppichmuschel könnte ich präsentieren und die Kugelapsel, aber. Ich lege die Kugelassel und das Fossil lieber mal im Museum ab. Wir brauchen echt eine größere Tasche. Es macht mich übrigens auch mega pissig. Also, mega pissig ist jetzt übertrieben. Hallo, kannst du bitte... Ich möchte an die Werkbank. Ich möchte nämlich auch gucken, was ich mit den Ködern da machen kann, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich Köder, aber wo? Blättchenschirm, Strohbett, Pfanne. Auf jeden Fall, mich macht's ein bisschen pissig. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Wie viele Leute... Ah, hier. Die Zeitfunktion der Switch ausnutzen, um in der Zeit vorzuspulen. Weil, ehrlich gesagt, finde ich das persönlich eher doof. Weil das ist nicht der Sinn vom Spiel. Das Spiel ist halt extra so gemacht, dass du halt so eine Parallelwelt hast, in der du lebst. Deswegen ist alles hier in Echtzeit. Aber okay, jedem wie er mag. Mag es halt nur nicht, dass die dann alles auf Twitter mit Fotos und Spoilern voll spammen. Also gerade auf Twitter zu gehen ist für jeden Animal Crossing Spieler, der halt nicht spult, die reinste Hölle. Einfach nur, weil alles voller Spoiler ist, aber so richtig. Ich glaube, ich platziere auch mal hier die Papagei-Tulpen hier bei unserem Service Center unten. Kann ich die hier drauf platzieren? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, ich darf die nicht in diesem abgesperrten Gebiet platzieren. Dann platziere ich die hier unten. Dann haben wir hier so ein süßes, kleines Blumenbeet direkt vor dem Service Center. Ich weiß nicht, warum ich so sehr drauf aus bin, irgendwie das Service Center zu pushen von seiner Attraktivität. Irgendwie finde ich das Service Center zu gestalten interessanter, als mein eigenes Haus zu gestalten. Hä? Ach so, hier ist Unkraut. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Aber ja, deswegen, ich mache jetzt ein bisschen Platz und dann werden wir uns auch auf den Weg zu Airwatcher begeben. Ich frage mich, ob wir noch die Möglichkeit haben werden, unser Haus, bevor wir halt ein richtiges Haus haben, irgendwo anders hinzustellen. Weil es hieß ja, dass der Ort nicht endgültig sei. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gerne. Huh. Ich will etwas stiften. Fabelhaft, was gedachten Sie denn zur Verfügung zu stellen? Tja, tut mir leid, lieber kleiner Eugen, du wirst gleich durchdrehen. Oh nein, eine Kugelassel, wieso muss man mich so peinigen? Okay, also, die Kugelassel. Also die, bäh, einfach, nein. Kinder mag es amüsieren, wie sie sich zusammenrollen, wenn man sie anstupst. Eine Erwachsener-Einstellung ist es selbstverständlich, vor ihren ekelhaften Krabbelbeinen zu erschauern. Wie sie zappeln. Junge Kugelasseln legen während des Wachstums ihre Exoskelette ab. So wächst ihnen ein weiteres Beinpaar. Als ob 12 Gliedmaßen noch nicht der Gipfel der Übertreibung wären. Widerwärtig, sage ich nur. Widerwärtig. Na, in jedem Fall. Allerherzlichsten Dank für ihre wundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 6 Pfunde, um das Museum eröffnen zu können. Okay. Dann bitte analysiere die Fossilien. Ich finde das mit dem einzelnen Fossilien analysieren. Also, der Sinn dahinter ist halt, dass wir wissen, was es für Fossilien sind und die notfalls aufstellen können oder so, wenn wir die halt bei uns zu Hause haben wollen. Das verstehe ich schon. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum er nach dem Analysieren, wenn er merkt, dass diese Fossilien noch nicht im Museum sind, nicht einfach direkt fragt, ob man es stiften will, sodass man nicht erst zurück in diesen Dialog muss und dann erst was stiften. Aber okay, ich akzeptiere es einfach. Ich meine, kann ich jetzt auch nicht groß ändern? Das Einzige, was mich sehr frustriert ist, ja okay, stimmt, wenn er direkt fragen würde, könnte man wahrscheinlich mehrere spenden, aber selbst dafür gibt es eine Lösung. Huhu! Nach einiger Bewegung ist klar, dieses Objekt ist ein Pachysaurus-Hinterteil. Oh, that booty. Ein tadellos erhaltenes Exemplar, zudem eines, das sich noch nicht in unserer Sammlung befindet. Ja, ja.
Das wäre sehr dienlich. Würden Sie es uns großzügigerweise... Ah, guck mal. Der fragt das ja doch, wenn man nur eine Fossilie analysiert. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Vergesst es. Juhu, welch Segen. Ich kümmere mich sofort um Ihre großzügige Spende. Haben Sie vielen Dank. Welch Wonne. Sie verwöhnen mich. Ein Pachysaurus hinterteil in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Tell me about that booty. Nun denn. Pachycephalosaurus war, um es deutlich zu sagen, nicht das hellste Licht am Dinosaurierfirmament. Er war ein ziemlicher Dickschädel mit einem bis zu 25 cm starken Schädelknochen. Da blieb nicht viel Raum für ein Gehirn. Es muss recht klein gewesen sein, war aber dafür extrem sicher. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden sich ja auch die verbleibenden Teile und das fossile Strahl der einst in voller Pracht. Ha, ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Dank dieser Spende benötigen wir nur noch 5 Funde, um das Museum eröffnen zu können. Unnötig zu erwähnen, dass ich weiteren Ihrer Fundstücke mit Vorfreude entgegensehe. Okay. Das bedeutet, um das Museum zu eröffnen, müssten wir jetzt entweder eine richtig lange Fishing-Tour machen oder am nächsten Tag wieder Fossilien ausgraben, weil ich vermute mal, die tauchen tagsüber auf, also sobald der Tag wechselt. Aber ja, dann haben wir jetzt ein bisschen Platz in der Tasche und damit unser lieber Airwatcher nicht komplett ohne alles bleibt, holen wir jetzt erstmal ein paar Äpfelchen für ihn. Damit er natürlich auch irgendwas von dem Trade-Deal hat, weil eigentlich hat er mich angeschrieben, weil er Äpfel haben wollte. Und er persönlich hatte, glaube ich, Kirschen als erste Frucht, aber als zweite halt Pfirsiche. Und mir reicht ja theoretisch ein einziger Pfirsich, den ich pflanze und dann wächst daraus ein wunderschöner Baum. Und dann haben wir auch schon 3 Früchte auf unserer kleinen Insel. Ich möchte halt so schnell wie möglich 5 Früchte hier anpflanzen. Und dann anfangen, die Apfelbäume zu minimieren. Denn Äpfel bringen halt nicht so viel Geld. Das habe ich damals in Wild World auch gemacht. Ich glaube, ich hatte am Ende 2-3 Birnenbäume übrig. Aber halt alles voller anderer Früchte, die mir halt viel mehr Geld bringen. Und naja, wir sind halt ein Kapitalistenschwein. Aber ja, wir haben die Äpfel. Wir haben unser Inventarplatz. Kann ich noch irgendwas hier auf die Schnelle ablegen? Das sind halt alles so Crafting-Sachen. Das Unkraut kann ich wenigstens verkaufen. Das ist doch schon mal eine kleine Idee. Ach ja. Ich werde schon... Also, ich finde es halt sehr schön, dass Animal Crossing während der Quarantäne rauskam. Dadurch ist es einfach viel entspannter, das aufzunehmen, weil... Ich kann es einfach aufnehmen und schneiden und hab Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Also natürlich ist die Situation jetzt eher unschönerer Natur mit Corona und allem drum und dran. Aber, oh ups, ich wollte die Äpfel eigentlich auch noch markieren. Egal. Unkraut, dafür können wir dir 110 Sternis anbieten. Nehme ich gerne. Stimmt ja. Wir wollten noch... Haben wir unser Bild bestellt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir haben nämlich nur... das für die Nook-Meilen bestellt, aber das Bild von KK, was Musik spielt, KK Western, hatten wir nicht bestellt. Perfekt. So, gibt es sonst noch irgendwas Süßes? Das Teddy-Shirt ist halt auch cute, aber nichts sagt direkt, ja, so möchte ich aussehen. Das ist so mein Problem. Auch wenn die paar Wassersportschuhe natürlich mega sacken. Ja, ich lasse es. Bis bald. So. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Bitte keinen. So. Was sagst du eigentlich jetzt? Kann ich bei dir das Haus bestellen? Ah, Sandy. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung. Oh, Sandy. Hast du dich wegen des Erwerbs einer Immobilie entschieden? Bist du bereit für Komfort und Luxus? Zelten macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet mehr Platz und hilft dir, Wurzeln zu schlagen. Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was sagst du? Bist du bereit für dein eigenes trautes Heim? Ich weiß halt nicht. Können wir das Zelt noch irgendwie mitnehmen? Ich sag mal, ich denke drüber nach. Und ich guck mal, ob ich vielleicht das Zelt noch irgendwie umstellen kann. Ich
glaube halt nicht, weil ich glaube, mit dem der Platz ist nicht endgültig, war gemeint, dass wir das erst positionieren können. Aber ich würde halt mega gerne da oben beim Wasserfall wohnen. Das wird mich sauglücklich machen. Ich meine, okay, wir haben dann später da oben die Kirschblütenallee und sowas, aber ich fände es halt schöner, auf beiden Seiten vom Fluss so eine Kirschblütenallee zu haben und dass man dann halt von unserem trauten Heim halt da runter gucken kann und nebendran ist der Wasserfall. Können wir vielleicht einfach an das Zelt rangehen und Y drücken? Nein. Ich habe keine Ahnung. Gibt es vielleicht im Zelt selber irgendein Menü, was wir auswählen können oder so? Oder bleibt es jetzt wirklich fest an dieser Stelle? Weil an sich ist es immer noch nur ein Zelt. Was möchtest du tun? Weiterspielen. Sehr schade. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich kann mich ja mal drüber informieren. Aber jetzt erstmal schreibe ich den Airwatch an. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und habe ich noch weniger Inventarplatz? Gefühlt schon. Ja komm. Ich lege mal die Äste ab. Das ganze Zeug, die spawnt ja glaube ich nicht. Aber zur Sicherheit lege ich nur das in Anführungszeichen weniger wertvolle ab. Was? Nein. Ich möchte ablegen. Genau. So. Dann haben wir ein bisschen Platz. Und dann sollten wir auch problemlos hier rumlaufen können und Sachen erledigen können. Weil mich nervt ein bisschen der mangelnde Inventarplatz. Was passiert eigentlich, wenn man hier reingeht? Ich bin hier, glaube ich, noch nie reingegangen, oder? Also, ich bin da am Anfang rausgekommen, ja, aber... Oh, da ist ja... Dich kenne ich ja noch gar nicht. Hoi, 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 hoi. Willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Gallifrey. Wie cool das klingt. Ich weiß, ich habe auch gesehen, irgendwie total viele haben ihre Insel Madeira genannt. Fand ich auch sehr lustig. Sehr erfreut, ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airlines. Dodo Airlines, die Crew mag flugunfähig sein, aber das hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen oder Freunde hierher einladen. Oh, und wir bieten hier am Flughafen auch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemandem eine schicken möchtest, schau dir mal unseren Kartenständer da rechts an. Übrigens, du bist doch Sandy, stimmt's? Tja, die Insel ist klein. Dann mach sowas schnell, die Runde. So, Sandy, was kann ich für dich tun? Ich möchte fliegen, Besucher empfangen, nichts, danke. Verstanden. Na dann, lass dich mal wieder blicken. So, ein Kartenständer. Man kann hier wohl für 200 Sternis Nachrichten per Karte verschicken. Möchtest du eine Karte verschicken? Ein andermal. Verstanden. Lass es mich einfach wissen, falls du mal wieder etwas verschicken möchtest. So. Ich bin dann gleich wieder da. Aber erst im nächsten Part besuchen wir dann unseren heißgeliebten Airwatcher. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich wie immer gerne wissen. Auf Wiedersehen, euer Sandoron.